Nun haben wir heute Muttertag und ich möchte gleich mal vorab exemplarisch zwei Mütter rausrufen und beglückwünschen. Und zwar bitte ich zu mir zu kommen, den Hans und die Julia. Ja. Ja. Mama Hans, Mama Julia, ihr habt euch mütterlich um die Neuen gekümmert. Und ich finde, das ist der einzig wirkliche Grund, warum in der Gemeinde Muttertag ehren sollte. Wir haben, wie Paulus sagte, waren wir mütterlich in eurer Mitte. Also, ob wir jetzt physische, leibliche Mütter oder Väter sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr seid Mütter in Christo. Und ich habe mir sagen lassen, Watchmini, der selber auch keine Kinder hatte. Ja gut, man hat auch vielleicht Kinder, aber im Moment hat uns der Herr geistliche Kinder anvertraut. Und was Watchmini sagt, ist, am wichtigsten von allen Kindern sind die geistlichen Kinder. Amen. Kümmert euch weiter mütterlich um sie, wie eine liebende Mutter. Alles, alles Gute Amen. Zum Muttertag. Amen. Ja, Vatertag. Wunderbar. Gut. Nehmen wir Platz. Wir haben gerade zwei Mütter in unserer Mitte geehrt. Wunderbar. Hans war eine davon. Stimmt's oder? Habe ich recht? Paulus war eine Mutter in Christo. So ist, so bleibt's. Bisschen mütterlich bin ich auch. Ja. Ich war in London ein bisschen mütterlich zu euch, oder? Ja! Hab euch ein bisschen verwöhnt, ein bisschen geschaut, dass die Kinder gut geht. Amen.